Hallo Leute, weiter geht's mit Super Mario Sunshine. Ja, wir sind hier beim letzten Mal stehen geblieben, haben das erste Kapitel noch nicht ganz abgeschlossen. Das erste Kapitel vom ersten Level, Yao von Monte Bianco heißt das hier übrigens. Habe ich euch noch gar nicht gesagt. Und hier ist wieder so ein Schoko-Dings. Finde ich lecker. Warum sieht das eigentlich so aus wie Schokomeister? So. Gut, wir haben viele blaue Münzen gesammelt in diesem letzten Part. Und ja, dann sammeln wir uns hier mal wieder ein paar blaue Münzen. Nein, böse. Nicht Ego-Perspektive ändert. Das ist übrigens, es wird diesen, diesen Schleim, Pflanzenschleim noch öfters geben. Aber es wird sich, Dings hier ein bisschen ändern noch. Ey, ich verkack's. So, jetzt ist er tot, oder? Oder kommt er nochmal raus? Ich weiß es gerade nicht. Okay, es war's. Sehr schön, freut mich ganz doll. Damit hätten wir eine weitere Insignie bekommen. Und da oben seht ihr auch schon was funkeln. Ist das vielleicht eine weitere? Ich denke, das werden wir im nächsten Part klar machen. Im nächsten Level klar machen. Bing, bravissimo. Der hat noch ein bisschen Schokolade dran. Ein bisschen Nutella hat er noch da drin kleben. Jo, diesmal speichere ich mal endlich. Geht's richtig ab hier mit meinen und so weiter. Und da ist schon das nächste mit Schleim bekackt. Aber ist egal. Ja, genau, so. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier das Kapitel zurecht und fertig und so weiter und so fort. Und dann geht's uns gut. Zweites Level. Nieder mit Mutant Tyrannia. Mal schauen, was uns hier dargeboten wird in diesem Level. Und wir bekommen gleich mal erstmal eine geile Einspielung, einen geilen Einspieler, sagen wir so. Zu Mutant Tyrannia, die da oben ist. Die gibt's auch in Mario Kart Double Dash. Gab es die zu spielen. Ich glaube, Gamecube war so ihre Zeit, würde ich fast behaupten. Sonst kam die, glaube ich, nie irgendwo vor. Und ich sehe gerade, die Striche sind gerade ganz intensiv hier beim Dings. Ich hoffe, das verändert sich gleich ganz schnell. Ich bin ein Modell und ich lebe in einem Bordell und... Ach, egal. Wow. Wow, wer schießt uns da ab? Fragt man sich jetzt hier vielleicht. Okay, ich frage mich auch, weil ich habe das noch nie verstanden, wer in der abschießt. So. Machen wir jetzt mit den Scheiß hier weg. Und, jo, ich würde sagen, wir kommen hier eben ganz schnell hoch, denn wir können einfach einen epischen Seitwärtssprung machen und dann hier hochfliegen. So, zack. Tut mir leid, dass die Sprüche gerade wieder, dass die Striche hier gerade wieder so intensiv sind. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich könnte nachgucken, aber es wird nichts bringen, weil ich würde nicht zu einer Lösung kommen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Tut mir leid. Oder Moment. Ich weiß nicht, ob es jetzt... Nee, es ist nicht besser. Okay, dann liegt es jetzt an irgendeinem Fehler. Also das ist ja egal. Beim dritten Part wird es wieder normal sein. Tut mir leid. So. So, wie das funktioniert nicht. So, funktioniert doch. Sehr schön, wir haben hier sogar einen guten Ausblick. Schaut euch das an. Ach, das Spiel ist einfach göttlich. Das halten wir so fest, würde ich sagen. Und ich könnte jetzt echt sein, dass die Striche sehr doll nerven, aber das ist ja... Im dritten Part wird es wieder normal sein, wie gesagt. Junge, was geht denn mit die... Ach du Scheiße, Leute, ich glaube... Oh oh. Er hätte abnehmen sollen. Er ist zu schwer. Und damit stürzen wir beide hinab. Natürlich ist nur er so schwer. Ich bin natürlich leicht genug. Endgegner-Time. Blabla. Oh, bin ich voll gegen den Bauch gesprungen. So. Hier schön in den Mund reinspritzen. Igitt. Könntet ihr jetzt ekelhaft finden, wenn ich sowas sage? Ist doch eigentlich zweiter Ding und ekelhaft. Ey, hör auf. Und hier wird einem sogar angezeigt, was man machen muss. Anstatt, dass man da selber vielleicht versucht, drauf zu kommen. Nein, es wird einem mal ordentlich in den Arsch geschoben hier. Der Boss, der sieht gegen diesen Boss. So, okay. Und ein Flieger landet da drauf auf dem Bauch. Kann man eigentlich raus? Habe ich noch nie ausprobiert. Wäre lustig, so zu wissen, aber ich denke auch nicht, dass man da rauskommt. Das wäre zu lustig.
Okay. Und damit dürfen wir sie auch schon bezwungen haben. 3D magische Zelda-Zahlen. Moment, wir sind Mario. Egal. Oh, geil. Lecker. Lecker, lecker, lecker vom Bäcker. So, gut. Distanz machen, so. Ich finde übrigens den Mario und Super Mario Sunshine keine die besten Sachen. Und dann kommt... Also meine Meinung, dann in Mario Galaxy und in Mario 64 kennen die wenigsten Sachen. Ich weiß nicht, Mario 64 ist so die, das, wo ich die Steuerung am behindertsten finde, am bescheidensten. Sagen wir es so. Mio. Weiter geht's hier. Dann können wir auch gleich schon ins nächste Level. Und ich finde das übrigens sehr lustig, Mario ohne Mütze, seine Haare sehen so aus wie Knete, aber ist ja egal. Bräune Knete ist gut. So. Bling, 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 bling. Das Geheimnis der Hügelhöhle. Was wird sich hier wieder verbergen? Ich habe keine Ahnung. Versteht ihr? Ich habe keine Ahnung. Denkt auch nur ihr, ihr Schlingel. So. Ui. Gut. Aua. Aua. Und da ist ein Typ, der sich freidenken will. Habt ihr eine blaue Münze? Ich weiß es gar nicht mehr. Du, cool, dass du mich gerettet hast. Vielen Dank. Ach, stirb doch. So. Die Leute, die uns nichts geben wollen, die sollten einfach nur sterben. Meines Erachtens nach. So. Hier fliegen wir rüber. Einfach so, weil wir es lustig finden. Könnte man meinen. Aber nee. Hier gibt es tatsächlich was. Und schade, dass man hier nicht runterfallen kann. Da unten werden wir übrigens gespoilert. Da unten ist nämlich auch noch was. Ihr werdet das noch sehen im Verlauf des Let's Plays. Was da unten denn ist. Was sich da abspielt und wieso gibt's hier die blaue Münze nicht, die ich gerade denke. An die ich gerade denke. Boah, Scheißdreck. Wir kommen ja noch hoch, oder? Ja, man kommt sogar von hier unten hoch. Weil Mario kann in Super Mario Sunshine einfach übelst viele Tricks und das finde ich cool an diesem Mario-Teil. Yay, und rein in die Hügelhöhle. Was? Hieß! Verdammt! Er hat es uns geklaut, Leute! Wir müssen jetzt ohne Dreck dieses Level abschließen. Das ist nämlich ein neues Element im Spiel. Was heißt neues Element? Das ist ein Element in dem Spiel, dass man dieses... Es gibt so Bonus-Level wie dieses hier, wo man denkt, man hätte Drogen genommen, weil das sieht nämlich wirklich... Wie soll ich sagen? Wow, war das gerade Skill oder Luck? Ich sage jetzt einfach mal, es war Skill, auch wenn es eher Luck war. Das heißt eher, es war Luck. Das Leben hole ich mir jetzt einfach mal. Leben? Du möchtest doch... Wisst ihr was, ich scheiß drauf. Bäm in Sieg. Nee, so, dankeschön. Und ein Flugzeug im Hintergrund, das ist schön. So, gut. Ding, Bravissimo. Ich hätte sogar fast gestorben beim Versuch, das Leben zu holen. Das ist schon tragisch. Tragisch, tragisch, tragisch. Tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen verrotzt bin, dass das jetzt vielleicht ekelhaft ist, dass ihr euch denkt, oh, Spaß, ekelhaft jetzt, Junge. So, und wir gehen gleich nochmal rein. Wer hat das gedacht? Wieso werden wir überhaupt erst rausgeschmissen, wenn wir ein Level schaffen? Wir wollen doch gleich nochmal rein. Aber anstatt dass wir Level 4 machen, machen wir Level 3 nochmal. Einfach so, weil wir Bock haben. Nee, es gibt eine neue Insignie, wenn man diese Minigames einmal geschafft hat. Ihr werdet gleich sehen, was es ist. Das wird noch voll witzig. Und ich sehe gerade, in meiner Konfi wurde jemand Neues in die Konfi gezogen. Das ist interessant. Moment, gab es da oben nicht einen... Fuck you? Fuck you? So. Wäre hier nicht eine Insignie? Moment. Eine Insignie, eine blaue Münze, meine ich. Nein, anscheinend nicht. Anscheinend in irgendeinem anderen Kapitel. Verkackt. Verfickt und zugenäht oder so. Du. Mario Sunshine ist so episch. Ja, was sagt man dazu? Moment. Wir können das besser, würde ich sagen. Und deswegen. Komm schon. So machen wir das nämlich. Bams. Und Bams und Bams, bitte. Das schaffen wir, glaub ich, nicht, oder? Doch. Doch, nein! Verdammt. Machen wir es wieder so, wie es... letzte Mal.
Tut mir übrigens leid, dass die Striche immer noch da sind. Wie gesagt, ich kann das jetzt nicht ändern. Wahrscheinlich müsste ich hier X-Bild erstmal neu starten. Und meinen Grabber nochmal neu an... Junge, du willst jetzt nicht schon wieder runterrutschen, oder? Du willst nicht, dass ich dir Faust hinten in deine Backentaschen reinramme. So. Gut, denn hier gibt es diesen roten Schleimi, der eigentlich ein Knopf ist. Und löst eine panische Musik aus. Und eine Kettenreaktion und wow. Was mache ich denn hier? Okay, Leute, ich glaube, es ist damit verkackt. Aber wir können es noch schaffen. Wird zwar schwierig, aber es ist in der Tat noch möglich. So. So. Können wir tatsächlich geskillt sein in diesem Spiel? Das war knapp. Das schaffen wir nicht mehr, oder? Schaffen wir es noch? Schaffen wir es noch? Alter, das ist knapp. Ich fress den Besen und wir haben es geschafft. Auch wenn wir die erste Münze sowas von verkackt haben, aber das war doch wohl mehr oder weniger genial, können wir sagen. Buddha sagen, genial. So. Und genital. Tut mir leid, dass ich immer so Ego-Perspektive mache, aber da kann man die Kamera meines Erachtens nach am besten drehen. Mario Pilz, Dankeschön. One up. Und damit eine weitere Insignie. Cool. Tut mir leid, dass ihr jetzt übrigens immer nur dasselbe seht, aber ich möchte die Welten mehr oder weniger erstmal 100% abschließen, bevor ich dann mich in die nächste Welt begebe. Und es wird hier schon die ganze Zeit der Schleim angezeigt. Wo denn, was könnte denn da sein? Könnte da vielleicht dann die zweite Welt sein? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen, wir sind schon sehr gespannt. Und rein. Gling, 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 um 1000,7623 Grad drehen. Wie gesagt, es gibt ja in jeder Welt eine Insignie, die man bekommt, wenn man 100 Münzen in einem bestimmten Level an einem Stück einsammelt. Und die werde ich dann irgendwann zum Schluss machen. Ich denke mal... Na, wobei... wenn ich die alle zum Schluss mache, dann wird das, ziemlich langweilig, die letzten paar Parts des Let's Plays. Ich muss das mir noch irgendwie hier überlegen und zurechtbügeln und so, ne? Das ist ja schon mal was Judas, ja, wenn man das zurechtbügelt. Oh, Kinder, ist das herrlich. So. Gut, können wir erstmal gechillt langlaufen, würde ich sagen. Verdammte Scheiße. Ich glaube ich habe schon ein paar blaue Münzen übersehen. Ach, Scheißdreck, Moment. Boah, diese Striche nerven total. Ich weiß ja nicht, ob ihr das episch findet oder so vielleicht. Bei mich nerven die Striche total. Ja, ja, das tun sie. Juhu. Und da unten habe ich noch eine vergessen. Schade, Dreck. Mist. Kacka. So. Können ja auch einfach hier rauffliegen und hier hoch. Zack, ist eigentlich ganz gechillt, merkt man, glaube ich. Und das können wir ansprühen und dann dreht sich das Teil. Nice. Dankeschön. Moment, das könnten wir aber. Das können wir auch anders, oder? Ja. Können wir, genau. Wir können das wirklich anders machen. Damit hätte ich jetzt vielleicht gar nicht mal gerechnet unbedingt. Ja, irgendwie so. Zack. Hier halt landen. Warum auch immer man bei einer Arschbombe keinen Schaden nimmt und sonst schon. Also ab einer bestimmten Höhe, aber das ist auch nicht weiter relevant für unser Leben. Ach, hier ist nichts oder was? Ich dachte, hier wäre eine blaue Münze drin. Egal, dann fliegen wir hier irgendwo hoch. Wo sind wir? Oh Gott, die Kamera ist manchmal echt, wie soll ich sagen, nicht ganz so der Burner. Aber es geht schon. Oh, jetzt habe ich Speichern gemacht. Ach, egal, passt schon. Wir haben 13 blaue Münzen, das heißt, wir können schon 1,3 Insignien holen. Mit der Münzenanzahl. Fortfahren. Oh, scheiße. Wollte ich eigentlich noch eine epische Arschbombe machen? Kommen wir da oben hoch? Das weiß ich jetzt gar nicht so, ob das geht. Ich meine, später geht's natürlich. Aber kommen wir da jetzt schon hoch? Das ist jetzt eine Frage, die ich mir selber nicht
beantworten kann, ohne es auszuprobieren. Nee, kommen wir nicht, denke ich. Gut, denke ich. Genau. Mhm, ich denke das. So. Scheißdreck, ich glaube, das war falsch. Ja. Und wir haben gleich kein Wasser mehr. Und bevor wir kein Wasser mehr haben, gehe ich schön im Lake Springfield baden. Und das ist gut. So. Ich glaube, man merkt schon, dass ich leicht hyperaktiv erscheine in diesem Spiel, denn das Spiel hat meine Kindheit mehr oder weniger geprägt, weil als Kind habe ich das zum Geburtstag bekommen. Ich glaube, das war zu meinem... Ey, du Arschkackewurst. Ich glaube, das war zu welchem Geburtstag war das? Ach, komm, geh raus hier, ey, komm. Zu welchem meiner Geburtstage war das? Das ist jetzt schon schade, dass ich das nicht weiß. Ich glaube, zu meinem 9. Geburtstag... Da habe ich Mario Kart... Dankeschön. Da habe ich Mario Kart Double Dash und, Wo ist die 8. rote Münze? Bin ich gerade bescheuert? Moment. Oh Gott, ich bin so dumm. Oh, schön. Da unten ist sie doch. Oh, geil. Und da oben, wo wir jetzt hingelaufen wollten, da ist jetzt die Insignia. Was ist das geil? So, gut. Scheißdreck. Ach komm, jetzt verpiss dich einfach so runter hier. Scheißdreck. Okay, den Dreiersprung kann ich nicht. Deswegen werden wir uns hier mit dem Seitwärtssprung vergnügen, denke ich. Da haben wir gerade in ein Fenster reingespritzt. Das ist schon ekelhaft, wenn man sein Zeugs bei anderen Leuten ins Fenster reinspritzt, wenn ihr versteht. So. Ich muss jetzt aber mal nicht so zweideutig sein, bitte. Weil das Spiel ist allgemein ziemlich zweideutig hier mit dem Spritzen und alles. Damit haben wir 8 Insignien. Wir haben 820 Stelle des Spiels abgeschlossen. Juhu. Die Zeit wird langsam knapp. Wir nähern uns in 20 Minuten des Parts, aber ich würde sagen, das nächste Kapitel der Welt schaffen wir nicht mehr in den nächsten 3 Minuten. Daher machen wir hier noch eben was in diesem Städtchen. Kommt doch alles sehr schön hin. Und deine Magic Mushrooms sind jetzt Matsch. Na, 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 na. Hier in die ganzen Bilder reinspritzen, da passiert dann auch nämlich was. Da kriegt man hier auch Münzen hier so. Wollte ich euch nur nochmal zeigen. Also in dieser Stadt ist es eigentlich relativ einfach, 100 Münzen sammeln. Da kann man sogar 999 Münzen in der Stadt sammeln. Aber dazu später dann noch mehr. Das werde ich euch dann zeigen, wie das geht. Es gibt insgesamt 3 Kapitel, bei denen man 999 Münzen sammeln kann. Das ist auch irrelevant. Das ist einfach nur für Leute, die keine Hobbys haben. Oh, ich schmeiß meine Münze rüber und ich werf dich. Bums. Und das passt sogar. Manchmal wird man daneben geworfen, warum auch immer. Aber es ist so. Bams, you geil! Gut. Fortfahren, wir holen uns noch 2 Insignien und dann ist der Part beendet. Ich denke mal, 2 Insignien schaffen wir in 2 Minuten. Ja, doch. Kommt auf jeden Fall hin. Und, ja. Hier müsst ihr mir übrigens nicht schreiben, wo hier die blauen Münzen sind, denn das weiß ich größtenteils, weil ich weiß, im Untergrund sind zum Beispiel welche. Das liegt einfach daran, das passt jetzt nicht so in meinen Plan, wie ich alles einsammle und so und deswegen. Bip, bip, du, da, da. Na, 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 na. Oh, du willst ein Spiel mit mir spielen? Ich möchte ein Spiel spielen. Siehst du diese Kisten? Wenn du diese Kisten nicht in 30 Sekunden zerstampfst, dann wird dein Genick gebrochen werden von dieser Maschine. Und dein Partner wird sich in Rauch auflösen, weil das Feuer ihn und seine Gedärme verbrennen wird. So, wie auch immer, egal, lassen wir das. Scheiß Zor-Parodien. Zor-Parodien stinken, vor allem, wenn sie von mir sind. Wenn man sich nicht wäscht, dann stinkt man halt. Nee, heißt nicht, dass ich mich nicht waschen würde. Und wir haben nicht mehr viel Zeit. Sag nicht, ich verkacke das Spiel. Oh! Was ist noch eine? Oh! Was? Die waren alle kaputt. Oh, oh Mann, oh. Epic Fail am Ende des Parts, würde ich sagen. Ist aber nicht schlimm. Wir haben ja noch eine Chance. Und wir verlieren dann ja doch nicht unser Genick, wenn wir es nicht schaffen. Ey, Junge. Ich habe die Kiste nicht mehr gesehen, die noch gefehlt hat. Zwei Unfair. Und 3 auf einmal, dafür muss ich jetzt eigentlich 50 Insignien bekommen. Aber egal. Vor allen Dingen, ich frage mich eins. Wenn die Leute wollen, dass die Insignien wieder zurück an ihren Ort kommen, warum haben die dann in ihrem Haus Insignien und sagen, komm, spiel mein Spiel mit mir, dann bekommst du vielleicht eine, wenn du gewinnst.
Was soll man dazu sagen? Finde ich ja ziemlich interessant eigentlich, weil die verarschen Mario dann einfach auch auf ganzer Linie. Einen Signet können wir uns noch holen und dann ist gut, würde ich sagen. Dann ging der Part jetzt etwas länger, 20 Minuten, aber auch nur etwas länger. Aber, wenn solange ich es nicht übertreibe, ist ja okay. Aber ich möchte halt so 20 Minuten... Alter, mich möglichst in 20 Minuten ranbinden hier bei diesem Let's Play. Einfach, weil das bietet sich bei Mario Sunshine so schön an, 20 Minuten Parts. Allgemein, Mario Sunshine ist so ein Spiel, das lebt von der Spontanität, finde ich. Es gibt so viele Aufgaben zu erfüllen und dann, je nach Zeit, die ich noch ein paar übrig habe, mache ich dann bestimmte Aufgaben. Und jetzt wird es etwas schwieriger, könnte man meinen, aber ist es nicht so. Also, ist es wirklich nicht. Man könnte das nur meinen. Tut mir leid. So. Zack. Den ganzen Scheiß hier. Tut mir leid, wenn ihr jetzt vielleicht hier meine Controller-Tasten hört. Und das war sowas von viel einfacher als das Spiel von eben. Warum auch immer, mein Gott. Na, ist mein Gott, Leute. Ist mein Gott, nicht euer. So. Ha, spring halt vorbei, Blödel. Und damit haben wir 11 Insignien. Es wären eigentlich schon 12, wenn wir die Münzen abgeben würden. Aber die blauen Münzen gebe ich dann immer in 50er-Packs oder sowas ab. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Sichern und weiter, beziehungsweise sichern und beenden sozusagen. Jo, damit würde ich sagen, im nächsten Part geht es weiter im ersten Level Monte Bianco. Und da schließen wir, glaube ich, schon fast ab, dann würde ich sagen. Okay, doch nicht. Kein bisschen wahrscheinlich, aber ist ja egal. Bis dahin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch der Part gefallen hat, dann gebt ihm einen Daumen hoch und verbreitet mich über Facebook mit euren Freunden. Könnt ihr mich teilen und so weiter und so fort. Wenn der Part sehr hilfreich war, dann gebt ihm einen Favorit und kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin der Quizzzocker. Ciao.